Als Oberbürgermeister der Stadt Aschaffenburg darf ich die Genossinnen und Genossen ganz herzlich begrüßen. Ich gehöre unserer Partei auch seit über 40 Jahren an. Und mein blauen Parteibuch hat unterschrieben, eigenhändig um Willy Brandt, Schmidt, Herbert Weder und ein Schwiegervater, der bayerische Ministerpräsident Högner. Ich bin auch ganz gerührt mit dem Toni-Pfülff-Preis. Ich weiß nicht, ob Sie die Toni Pfülff alle kennen. Toni Pfülff war die Reichstagsabgeordnete, die damals mit den Männern zusammensaß, als es darum geht, gegen das Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Und Rudi, dein Schwiegervater hat das Buch geschrieben, Flucht vor Hitler. Und die sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten hatten da alle Angst, darüber zu gehen und gegen das Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Und Wilhelm Högner hat geschrieben, wir hatten alle unglaublich Angst. Und da stand Toni Pfülff auf und sagt, wenn ihr jetzt nicht rüber geht, ich gehe rüber. Und wenn das mein Leben kostet, das ist unglaublich, was Frauen geleistet haben und dass es von der Frau ausging, gegen das Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Das ist eine tolle Sache und ich bin froh, dass ihr diesen Toni Pfülff-Preis ausgelobt habt. Ich möchte alle begrüßen, alle SPD-Mitglieder, aber ich möchte natürlich alle Gäste begrüßen, die Stadträtinnen und Stadträte und den IHK-Geschäftsführer Dr. Freund. Daran sehen Sie schon, wie gut hier alles zusammenarbeitet in der Stadt. Wir sind sehr stark vernetzt und ich möchte Ihnen Mut machen. Es ist keine einfache Situation für Sozialdemokraten, weil wir so mit momentan dazwischen stehen. Und es ist eine schwierige Zeit. Ich möchte Ihnen aber Mut machen. Über die Zeiten hinweg. Ich war noch nie so fest überzeugt, dass die Sozialdemokratische Partei die Partei, die historische Wurzeln hat und die Zukunft der Probleme richtig angehen kann. Und wenn wir die Süddeutsche angucken, dazwischen liegen wir momentan. Und wir sollten uns orientieren an Malu Dreyer, die bei den Vorhersagen auf 34% steht und bei den Landtagswahlen ein gutes Ergebnis machen wird. Das ist unser Ziel und da müssen wir hin. Heute Morgen um 6 Uhr die örtliche Zeitung, gewaltiger Nachholbedarf. Unser Markus Rindersbacher fast eine ganze Seite in der Zeitung. Das ist der richtige Weg. Die Themen besetzen und ich komme ja viel draußen rum als OB. Es ist das entscheidende Thema. Die Vereinbarkeit von Arbeit, von Familie und von Freizeit. Das ist das entscheidende Thema. Und dieses Thema muss besetzt werden. Und bei den anstehenden Landtagswahlen 2018 solltet ihr diese Themen besetzen. Wir sollten uns nicht kirre machen lassen. Ganz kurz zu Aschaffenburg. Seit 50 Jahren ein sozialdemokratischer Oberbürgermeister. Und für uns ist es immer ein Anspruch, die SPD muss mindestens 30% bei den Stadtratswahlen machen. Das schaffen wir auch, auch wenn 5 oder 6 Parteien da sind. Was machen wir konkret und wo ist die sozialdemokratische Handschrift in Aschaffenburg? Für Kinder und Familien beginnt das ausgehend vom Lebenszyklus. Wir haben 2 Leute mit dem freien Träger. Das Projekt heißt Hallo Baby. Alle Familien, alle Frauen, die ein Kind auf die Welt setzen, werden mit einem Brief des Oberbürgermeisters darauf hingewiesen, dass jemand kommt und dass wir mit euch über die Situation reden werden. Es gibt den kooperativen Kinderschutz. Wir haben eine hohe Quote bei den Kinderkrippen und 100% beim Kindergarten. Wir haben einen Kultur- und Sozialpass in Aschaffenburg. Das ist ein Novum in Bayern. Dieser Pass oder mit diesem Pass erhalten alle, die ihn haben, können zum halben Preis ins Theater, in die Musikschule, in die Bäder. Und das ist eine ganz großartige Sache. Wir haben Ganztagsschulen und wir haben in allen Schulen Sozialarbeit, weil wir glauben und davon überzeugt bin, die Prävention ist die beste Arbeit, die man gibt. Und Integration. Ich bin eben beim Bayerischen Städtetag federführend tätig für das große Papier Integration, das in Memmingen auf dem Städtetag verabschiedet werden soll. In Aschaffenburg läuft die Integration so ab. Meine Vorgabe beim Stadtrat war,
als eine Turnhalle mit Flüchtlingen dort untergebracht wurden. Dieses Thema ist im Stadtrat kein Thema für politische Agitation und für Auseinandersetzungen. Lasst es uns gemeinsam machen. Ich ging zu einer Bürgerversammlung mit 600 Aschaffenburgern und ich habe den Bürgern ganz ruhig erklärt, dass wir jetzt 300 Flüchtlinge unterbringen müssen. Ich habe um die Unterstützung gebeten. In einer Stunde war das Thema vorbei. Wir haben das hervorragend gelöst. Integration ist ein ganz zentrales Thema und da sind wir auf der richtigen Spur. Und jetzt zum Schluss, liebe Genossinnen und Genossen, noch eine Bitte. Ich habe ganz vergessen. Wir haben auch einen Bürgermeister aus einer hessischen Stadt, der vor kurzem mit 55% gewählt wurde, zur Stadt Heusenthal mit 20%. Halil Öztat, schön, dass du nach Bayern gekommen bist. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du da bist. Und den Norbert Tesmer aus Coburg. So, jetzt habe ich noch eine Bitte. Hier in diesem Saal wurde ich von der Sozialdemokratischen Partei dreimal aufgestellt als SPD-Kandidat. Dreimal. Ich habe die erste Wahl mit 64% gewonnen, die zweite mit 80% und die letzte, und da war immerhin der Gegenkandidat, der jetzige Justizminister Bausbach, mit über 80%. Ich will aber noch was dazu sagen. Für mich war es immer ganz wichtig, dass ich bei den Aufstellungsversammlungen über 95% bekommen habe, hier in diesem Saal. Es war deshalb wichtig, weil man natürlich als Oberbürgermeister es nicht allen recht machen kann. Aber die Genossen kamen vor der Abstimmung und sagten, Klaus, das passt mir nicht, das passt mir nicht und das passt mir nicht. Trotzdem wirst du gewählt, es geht ja um die Partei. Und jetzt kommt die Bitte. Ich war auf dem Bundesparteitag in Berlin für die SPD und habe Sigmar Gabriel gewählt. Selbstverständlich. Ich werde es auch begründen. Ich habe sehr viele Delegierten angetroffen, die gesagt haben, na, das machen wir ein tolles Ergebnis für unseren Vorsitzenden. Und die haben gesagt, nee, heute werden wir den mal abstrafen. Leute, ich bin dann am nächsten Tag durch diese Stadt Aschaffenburg. Und die Mitglieder waren ganz betröppelt, haben gesagt, wir haben dich im Fernsehen gesehen, hast du für Sigmar gestimmt? Ich habe gesagt, selbstverständlich. Selbstverständlich, wenn ich gegen Sigmar Gabriel stimmen würde, würde ich ja auch gegen die Partei stimmen. Und dann kamen die Leute auf mich zu, die nicht in der Partei sind, und die haben gesagt, SPD, Herr Oberbürgermeister, es ist doch ganz wichtig, wenn auf einem Parteitag die SPD-Delegierten noch nicht mal ihren Vorsitzenden wählen, ja, warum soll ich dann die SPD wählen? Und jetzt die Bitte. Das sollten wir aufhören und sollten in Zukunft bei den Wahlen von Landesvorsitzenden, Kreisvorsitzenden, Unterbezirksvorsitzenden, wenn ein Kandidat da ist, ihm das Vertrauen geben, auch wenn wir nicht mit allen Punkten einverstanden sind. Aber diejenigen, die wir in die Verantwortung schicken, die brauchen unseren Rückenwind. Das war meine Bitte. Ich wünsche euch einen guten Verlauf. Genosse Bronold, 25% solltest du anstreben. Du kriegst von mir einen Aschaffenburger Wein, von mir ganz persönlich. Ich wünsche euch eine gute Beratung.